31. Juli. Ignatius von Loyola. Ignatius von Loyola wurde am 31. Mai 1491 auf Schloss Loyola bei Aspetia im Baskenland in Spanien geboren. 1517 schlug der junge Adelige eine militärische Laufbahn ein. 1521 wurde er im sogenannten Italienischen Krieg schwer verletzt. Während seiner Genesung im Kloster Montserrat kam es zur geistlichen Neubestimmung des Lebens. Ignatius verbrachte zunächst in Manresa eine Zeit der Stille, des Gebetes und der Buße. Dann folgte 1523 eine Pilgerfahrt über Italien ins Heilige Land. Nach dieser Zeit der inneren Vorbereitung nahm er ab 1526 in Barcelona, Alcalá und Salamanca theologische Studien auf. Aufgrund der in Spanien vorherrschenden Inquisition, die auch ihn behelligte, setzte er sein Studium in Paris fort. Gemeinsam mit 6 Studienkollegen legte Ignatius von Loyola 1534 den Grundstein für den Jesuitenorden. Die junge Gemeinschaft nannte sich ab 1539 Gesellschaft Jesu. 1537 war Ignatius zum Priester geweiht worden. 1540 erfolgte die päpstliche Bestätigung der Gemeinschaft. Ein Jahr später wurde Ignatius zum ersten Ordensgeneral ernannt. Kaum ein Orden hat die Kirchengeschichte so geprägt wie die Jesuiten. Bis heute geben sie das Erbe des Ignatius in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, in Schulen und Universitäten, in Predigten und Medien weiter. Speziell ist die dem Orden eigene Exerzitienbewegung. Ignatius starb am 31. Juli 1556 in Rom. Die Jesuiten zählten bei seinem Tod bereits 1000 Mitglieder. Ignatius wurde 1609 selig und 1622 heilig gesprochen. Suchen und finden. Gott suchen und finden in allen Dingen. Das war das lebenslange Bemühen des heiligen Ignatius. Das einzuüben, das nicht zu vergessen, dem treu zu bleiben, ist heute wichtiger als je zuvor, damit Christsein für Menschen in einer sich ständig verändernden Gesellschaft auch gelingen kann. Gott suchen und finden in allen Dingen kann man aber nicht aus Büchern lernen, auch nicht durch Vorträge oder Internet. Es bedarf nach wie vor solcher Menschen, die das vorleben. Und wenn diese dann nicht mit Freude und in Eindeutigkeit das tun, kann Glaube nicht zur Überzeugung und zum lebenslangen Engagement reifen. Es bedarf der Vorbilder aus dem einfachen Gottesvolk, die im Alltag Gott in allen Dingen suchen und finden wollen. Musik